Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zum zweiten Teil des Themas Krankheiten auflösen. Und ja, das erste Video war schon sehr komplex. Und ich hoffe aber, und das war so das Ziel aus dem ersten Video, deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn du dir das anguckst, erstmal die Beziehung zu Krankheiten zu verändern. Sie als Freunde zu sehen, als Hinweisfunktion, als Schutzfunktion und nicht weiter als Feinde zu betrachten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit wir erkennen, dass wir uns selber heilen können. In diesem Video auch nochmal der Hinweis, meine Arbeit und Tätigkeit soll nicht die der Ärzte ersetzen, sondern unterstützen und ergänzen. Und das wäre auch mein Wunsch und Ziel für die kommende Medizin, dass wir uns einfach zusammenschließen, ja, auch Ärzte mit Menschen wie wir, dass wir anderen noch effektiver und vor allem auch nachhaltiger helfen können. Und dass das, was wir Krankheit nennen, häufig wirklich ganz wichtige Hinweise liefert. Und dass uns nicht nur diese Erkenntnisse, die wir daraus erlangen, heilen können, sondern auch, dass uns Krankheiten sogar häufig schützen. Hier nochmal der Hinweis auf das Video mit dem Myom. Das habe ich im ersten Video auch erwähnt, das werde ich unten auch nochmal verlinken, dass wir eben feststellen, Krankheiten sind nicht böse, sie sind von uns selber sogar geschickt, ja, unsere Krankheit, nee, nicht unsere Krankheit, unsere Seele kommuniziert mit uns mittels Gefühlen und Krankheiten. Die Gefühle kommen von der Seele und die Krankheiten auch. Und die Krankheiten sind eben eine Steigerung von negativen Gefühlen. Wenn wir die Gefühle zu lange ignorieren, dann werden sie irgendwann zu Krankheiten. Und je mehr wir nicht nur auf die Gefühle hören, sondern auch unsere Krankheiten annehmen und die Veränderungen im Leben durchführen, je mehr wir das tun, umso weniger werden auch die Krankheiten. Und das Thema liegt mir einfach enorm am Herzen, weil ich, habe es im ersten Video schon gesagt, selber wirklich mein Leben lang immer mit Krankheiten zu kämpfen hatte. Und ich war bei wirklich, ich war bei allen Ärzten, wirklich. Ich kenne sie alle. Und es hat mir ja letztendlich haben mir die Erkenntnisse immer geholfen und die Veränderungen im Leben. Und indem ich an meinen emotionalen Themen gearbeitet habe. Und jetzt kommen wir auch zum Inhalt des heutigen Videos. Wenn du eine Krankheit hast, dann stell dir immer die Frage, woran hindert sie mich und wozu zwingt sie mich? Denn es ist nicht nur so, dass Krankheiten Hinweis- und Schutzfunktionen für uns haben, sondern dass wir eben auch aufgrund der spezifischen Krankheit oder wenn wir an was gehindert werden, es ist wirklich immer wichtig, dass wir uns die Frage stellen, woran hindert uns die Krankheit und wozu zwingt sie uns? Und da sind zum Beispiel Unfälle auch ein schönes Beispiel, weil auch Unfälle passieren uns nicht zufällig. Auch Unfälle sind Dinge, wo uns häufig auch die Seele aus dem Verkehr zieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen passt auch mal auf, ich höre das auch immer öfter, auch bei wirklich bei Autounfällen, und es ist wirklich ein wichtiges Thema, sich das bewusst zu machen. Weil es kann sein, dass sich Unfälle steigern. Ja, dass man sagt, ach, jetzt heute ist einer hinten so ein bisschen auf mich drauf gehuppelt. Ja, eine Woche später oder so ist vielleicht so, dass nochmal einer am Auto entlang schrammt. Und beobachtet das mal aus der Vergangenheit oder im Bekanntenkreis oder aus eigener Erfahrung, ob ihr das auch schon mal hattet, dass das immer
schlimmer geworden ist, ja, oder dass ihr erst eine Delle irgendwo im Auto hattet, eine Woche später rumpelt euch einer ein bisschen an von hinten. Seht es bitte als Signale und nehmt dieses Thema bitte ernst, dass ihr vielleicht gerade zu sehr auf der Überholspur seid oder zu viel Stress habt und dass ihr sonst aus dem Verkehr gezogen werdet, wenn ihr da nicht hinseht und hinhört. Weil nochmal, die Seele schickt nicht nur die Krankheiten, die Seele schickt auch Unfälle und das ist ja dann auch eine Krankheit. Also das macht da auch keinen Unterschied zwischen ansteckender Krankheit oder Unfall. Diese Kategorisierung, das brauchen wir alles nicht. Ne? Man kann es im Endeffekt so schön umlegen, alles. Also es ist so einfach eben auch mit den Unfällen. Und auch hier habe ich eine Geschichte aus meinem Leben. Das ist ja immer deswegen, ich finde ja alles so wunderbar, was ich da schon erleben durfte. Und zwar hatte ich mir mal die Kniescheibe gebrochen. Und da bin ich irgendwie morgens wollte ich zur Arbeit und ich bin die Treppe runtergehumpelt und bin hingefallen und so also ein bisschen gestürzt und direkt auf die Kniescheibe und die war gebrochen, zack. Ich bin dann sogar noch den halben Tag damit durch die Gegend gelaufen, weil ich da auch noch so ne, die Einstellung hatte, ach, das geht schon, ja, solange du noch laufen kannst, alles in Ordnung. Ja, die Arbeit muss getan werden und es war dann wirklich irgendwann so, dass ich solche Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr ausgehalten habe. Und dann bin ich tatsächlich zum Arzt und der hat mich dann auch gefragt, ja, wie sind Sie denn hergekommen mit Ihrer gebrochenen Kniescheibe? Und ich so, ja, mit dem Auto. Ja, ich bin mit dem Auto gefahren und der mich dann auch ganz verwundert angeguckt hat. Auf jeden Fall habe ich mir die Kniescheibe gebrochen und natürlich war mein erster Impuls so, nein, das kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen, weil ich muss ja arbeiten, ich habe so viele Projekte, ich habe so viel zu tun, ich muss arbeiten und das passt mir jetzt überhaupt nicht. Aber ich sag euch was. Als ich dann wenig später mit meiner gebrochenen Kniescheibe im Garten lag und ein Buch gelesen habe, zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie viel Monaten, da sage ich euch eines, da wusste ich, was das für ein Segen war. Auch wenn es mir aus weltlicher Sicht überhaupt nicht reingepasst hat, weil ich ja so viele Projekte hatte, ich habe es wirklich gebraucht. Und wer weiß, vielleicht hätte ich damals schon, wenn ich nicht die Kniescheibe mir gebrochen hätte, vielleicht hätte ich damals schon Burnout gehabt, weil ich ja nicht aufgehört hätte zu arbeiten, bis es nicht mehr gegangen wäre. Und deswegen auch hier, dass ich aus dem Verkehr gezogen wurde, war notwendig. Und ich glaube, ich habe dann sogar, ich weiß nicht mehr von wem das Zitat war, habe ich in der Zeitschrift was gelesen und da stand dann sogar auch noch ein Spruch, ja, manchmal ist das, was man gar nicht möchte, stellt sich als der größte Segen überhaupt heraus. Und da dachte ich mir, ja, genau so ist es nämlich. So ist es nämlich. Und das könnt ihr auch immer, je nachdem, welches Körperteil, ja, oder ob es die Arme oder Beine sind, dass ihr auch seht, was euch die Seele damit sagen möchte. Ja, also sagen wir mal so, ihr brecht euch beide Beine oder so, beide Beine, beide Arme und könnt nichts mehr machen. Ja, dann wart ihr vielleicht vorher die ganze Zeit nur am Werkeln und werdet da jetzt einfach mal gehindert und dass ihr die Arme stillhaltet, ja, oder die Füße stillhaltet. Und das ist immer der Hinweis, wenn man so aus dem Verkehr gezogen wird, dass man auch häufig in sich gehen darf. Und das werde ich aber gleich auch nochmal beim Thema Burnout nochmal näher beschreiben. Aber jetzt bei so Unfällen auch wirklich einfach mal still zu sitzen, sich zu entspannen, sich zu erholen und zu gucken oder zu überlegen, hat mir das jetzt nicht wirklich was sagen möchten, mögen, wollte mir das nicht was sagen und war die Botschaft dahinter wirklich auch wichtig, weil
wir sonst auch häufig dazu neigen, den Gegenständen, die uns verletzt haben, die Schuld zu geben. Ja, jetzt bei mir zum Beispiel die Treppe. Also wie häufig muss ich mir dann anhören, Daniela, du läufst doch jeden Tag die Treppe, wieso fällst du denn da jetzt? Und ne, dann habe ich auch gesagt, ja, soll ich jetzt der Treppe die Schuld geben? Soll ich mir die Schuld geben? Sind wir wieder beim Thema Schuldzuweisungen, die niemandem was bringen? Soll ich jetzt alle Treppen abmontieren lassen, nie wieder Treppen steigen, aus Angst, dass ich wieder einen Unfall habe? Und das ist nämlich häufig unsere Denkweise, ja? Dass wir dann Ängste aufbauen. Oh, ich hätte vor Treppen eine Angst aufbauen können. Ich bin aber danach nie wieder gestürzt. Kurz auf Holz klopfen. Ich bin danach aber nie wieder gestürzt. Ich bin manchmal ein bisschen gestolpert. Aber da wusste ich schon, oh. Ne? Weil auch bei jedem Stolperer, das ist ein Hinweis. Und jedes Mal, wenn ich ein bisschen stolper, dann weiß ich, okay, bin ich jetzt schon wieder zu schnell unterwegs? Möchte ich wieder alles auf einmal? Und dann sage ich auch zu mir, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Und dann stürze ich auch nicht mehr. Ich hatte da nämlich dann auch mal wieder eine Phase, bin ich häufiger ein bisschen die Treppe gestolpert, bis ich gemerkt habe, Daniela, das ist auch wieder ein Hinweis. Nur ein sehr sanfter Hinweis deiner Seele. Hör hin. Und ich wusste auch genau, was mir das da in dem Moment zu sagen hatte. Dann habe ich mein Verhalten korrigiert und dann bin ich auch nicht mehr gestolpert. Das ist ähnlich wie mit den Autounfällen. Ja, wo auch die Hinweise vorher sanft sind, aber wir sie nicht verstehen. Deswegen möchte ich auch, dass ihr das versteht und euch auch diesen Themen öffnet und es auch wirklich als Hinweise seht. Und auch wenn ihr jetzt sagt, oh ja, ich bin in letzter Zeit wirklich öfter gestolpert oder mit dem Thema Autounfälle, wir könnten so viel vermeiden, wenn wir damit arbeiten würden und wenn wir uns die Themen anschauen und nicht nur davor weglaufen oder sie verdrängen oder sagen, es war jetzt nicht so schlimm, dann gäbe es viel weniger Unfälle, ja, es gäbe viel weniger Knochenbrüche, weil wir einfach vorher hinhören und dann müssen wir auch nicht aus dem Verkehr gezogen werden. Und es ist nochmal wichtig, sich wirklich vor Augen zu führen, dass wir nichts zufällig haben. Keine Krankheit, keinen Unfall, keine blöden Gefühle. Das ist nicht zufällig, das ist alles ein Hinweis von unserer eigenen Seele, die uns nicht helfen, die uns nicht helfen möchte, die uns nicht schaden möchte, sondern die uns helfen möchte. Es ist so wichtig, den Segen dahinter zu verstehen. Und jetzt kommen wir auch noch zum Thema Burnout als Beispiel, weil nochmal folgender Satz, den du dir vielleicht notieren möchtest. Wozu zwingt mich die Krankheit und woran hindert sie mich? Und dann hast du schon häufig ganz viele Antworten. Ich zum Beispiel. Als ich wirklich mein Burnout hatte vor einiger Zeit, war ich natürlich auch erstmal wieder genervt, ja, weil ich nichts gesehen habe zum einen. Also war wieder alles verschwommen. Wie gesagt, ich habe es auch immer dann mit den Augen. Ich hatte natürlich den Fokus verloren im Leben. Das wusste ich. Ich hatte keine Energie mehr. Also meine Energiesysteme liefen nicht. Also Burnout hat ja immer. Es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ich verlinke euch auch nochmal mein Video zum Thema ganzheitliche Sicht Burnout. Ja, da erkläre ich auch alles mit den Hormonen, mit dem Körper, Nervensystem, Hochsensibilität und so weiter. Deswegen ist es immer ein Zusammenspiel aus allem. Aber es ist eben auch eine, also wie bei allem, eine Korrektur der Seele. Und ich sage immer so schön, ein Burnout ist ein Seeleninfarkt. Das ist, wenn die Seele dir den Stecker zieht und sagt, so, Lebenswegänderung, jetzt, sofort. Alle anderen Hinweise hast du nicht gehört. Du willst nicht hören, du willst nicht fühlen, so, jetzt zwinge ich dich. Und deswegen ist auch ein Burnout
immer ein Segen. Also mein Burnout auch, das war, glaube ich, eine meiner besten Krankheiten überhaupt, die ich hatte und eine der hilfreichsten. Also für mein Burnout bin ich am dankbarsten überhaupt. Auch wenn ihr euch denkt, jetzt hat sie wirklich einen an der Klatsche. Es ist dann, wenn man das versteht, was es einem zu sagen hat. Und man versteht es erst rückwirkend. Ja, also das ist, wir leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen es erst rückwirkend. Und wenn wir alles dankbar annehmen, was uns im Leben widerfährt, werden wir den Segen dahinter erkennen. Und nochmal zum Thema zurück, woran hindert mich die Krankheit und wozu zwingt sie mich? Und das ist, die Frage habe ich mir übrigens gestellt beim Burnout. Und da habe ich festgestellt, ich kann ja eigentlich gar nichts mehr machen. Also, ich sehe nicht mehr richtig, ich konnte nicht mehr spazieren gehen, duschen war schon schwierig und nervig. Und also, ich konnte nicht mehr raus, ich konnte nichts mehr machen, nichts. Ich mir auch gedacht, ja, du kannst ja nichts mehr machen. Toll, was soll ich denn dann tun, wenn ich nichts tun kann? Und dann ist mir aber was eingefallen. Was kann man denn tun, wenn man nichts tun kann? So bin ich aufs Meditieren gekommen, weil das einfach das Einzige war, was mir in dem Moment noch übrig blieb. Und ich habe vorher noch nie meditiert, noch nie. Und ich dachte mir dann aber, ja, wozu zwingt dich die Krankheit? Woran hindert sie dich? Hindert mich an allem, zwingt mich dazu, nach innen zu gehen, weil ja im Außen nichts mehr ging. Ich konnte nicht mehr sehen, ich konnte nichts mehr machen. Also nach außen war ich quasi flachgelegt. Also war ich gezwungen, nach innen zu gehen. Und in mich zu fühlen, in mich zu gehen, also in mir hineinzuschauen und mir die Frage zu stellen, wie sieht es denn in mir aus? Und so hat sich mein Leben komplett gewandelt, weil ich früher sehr nach außen war. Ja, weil ich früher sehr, ja, nicht nur im Thema Statussymbole, auch Erfolg, Geld und so weiter. Ich war wirklich sehr nach außen gerichtet. Und als ich das Burnout hatte, war ich gezwungen, nach innen zu gehen. Und das war wirklich das Beste, was mir passiert ist, weil ich da festgestellt habe, zum ersten Mal in meinem Leben, wer ich bin. Dass ich die Seele bin. Und die hatte mir da den Stecker gezogen. Und das war so wichtig in dem Moment. Und da habe ich angefangen zu meditieren, weil ich keine andere Wahl hatte. Also sonst hätte ich auch nie angefangen. Meditieren fand ich immer doof. Wieso soll ich meditieren? Ich wollte immer Sport, Leistungen, ja, Muskeln, Körper. Meditieren, da passiert ja nichts. Das fand ich doof. Aber in dem Moment war ich gezwungen. Und das war eine Möglichkeit für mich, dass ich mich einfach mit meiner Seele verbinden konnte. Der wichtigste Schritt für meine Selbstliebe, der wichtigste Schritt für meine Gesundheit und der wichtigste Schritt, auch mich mit dem Thema Gefühlen auseinanderzusetzen und festzustellen, dass die Gefühle auch die Sprache der Seele sind. Und in dem Moment, wo wir eben die Kommunikation mit ihr suchen, auch während der Meditation eben, uns mehr mit der Seele verbinden, umso mehr verstehen wir die Hinweise der schmerzhaften Gefühle und der Krankheiten. Und heute habe ich so eine Connection zu meiner Seele, dass wenn ich mir nur, ich sage jetzt mal übertrieben, den Zeerwo stoße, ja, dass ich sofort sage, okay, ich habe es verstanden, wir müssen ihn uns nicht wieder brechen, ja. Ich habe es verstanden und dann ist auch wieder gut. Und wenn wir das verstanden haben, dass wenn wir mit der Seele verbunden sind, die Krankheiten immer softer und schwächer werden und irgendwann kommen einfach nur noch Gefühle, die uns was sagen. Das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen.
Es muss nicht jeder ein Burnout bekommen. Ihr müsst nicht alle die krassen Erfahrungen machen. Vielleicht, mit Sicherheit hat es der ein oder andere schon gemacht. Aber es ist dann eben so wichtig, um sich auch wirklich nachhaltig heilen zu können. Nicht nur den Schimmel wegzukratzen von der Wand, sondern das Gemäuer zu trocknen, wenn man das möchte, dass man versteht, was es zu sagen hatte. Ja, weil sonst geht man einfach in eine Burnout-Klinik und erholt sich ein bisschen und macht dann danach wieder weiter, bis man beim nächsten Burnout gelandet ist. Und es hat für mich nichts mit Heilung zu tun, weil es hatte ja was zu sagen. Die Seele wollte dir sagen, hey, du machst nicht den richtigen Job. Deswegen die Botschaft in diesem Video, im zweiten Teil, ist, sich die Frage zu stellen, wozu mich die Krankheit zwingt und woran sie mich hindert. Und dass du erkennst, dass es die Sprache deiner Seele ist und dass du keine Angst davor haben brauchst. Das wissen wir seit dem ersten Video. Aber eben wirklich, um sich nachhaltig helfen zu können. Natürlich auch, wenn möglich, ganzheitlich. Da spielen auch die körperlichen Faktoren mit rein. Also zum Beispiel auch beim Thema Burnout. Deswegen guckt euch da bitte auch noch mal ein anderes Video an. Das hat immer mit den Nebennieren zu tun. Ja, das sind nervliche Prozesse, die da ablaufen. Aber das wird ja alles auch von der Seele gesteuert. Und es ist immer besser, eben auf der körperlichen Ebene zu arbeiten, aber auch auf der Seelenebene, weil da ja die Ursache liegt. Aber wenn wir nur körperlich an uns rumdoktern, dann ist die Seele nicht glücklich und dann haben wir wieder ein ähnliches Thema. Deswegen hör auf das, was dir die Krankheiten sagen. Guck rein, wozu sie dich zwingen und woran sie dich hindern. Das ist ganz wichtig. Und wenn du zum Beispiel auch noch nie meditiert hast oder dich mit deiner Seele noch nicht so verbunden fühlst, ist das vielleicht auch der Impuls, das einfach mal zu versuchen. Und es gibt viele Formen von Meditation. Also man kann auch während des Gehens meditieren, man kann in der Tätigkeit meditieren. Aber das würde ich dann vielleicht auch noch mal als extra Video machen, wenn euch das interessiert. Und ja, das war es auch schon in diesem Video. Ich möchte jetzt an der Stelle beenden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber es wird noch einen dritten und vierten Teil auf jeden Fall geben. Deswegen guckt euch die folgenden Teile auch noch an und ich hoffe, dass euch dieses Video auch weitergeholfen hat. Und deswegen, wenn dem so sein sollte, dann dürft ihr es gerne liken, teilen oder kommentieren. Vergiss nicht, es ist völlig egal, was andere über dich denken. Wichtig ist, wie du dich fühlst. Wir sehen uns im nächsten Teil. Alles Liebe!